Resident Evil Zero. A Midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. I should hold off for a while. But I wonder how those RNG people would react to this. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing! Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Okay, da geht ja schon ordentlich was ab, Leute. Die Türensicherheit ist verschlossen.
Es gibt kein Zurück. Natürlich kenne ich das jetzt schon. Ich bin aus diesem Zug, war ich schon raus. Kann ich jetzt ja auch schon mal sagen. Und es ärgert mich echt, dass diese Aufnahme so geruckelt hat. Ich hatte halt neue Einstellungen halt ausprobiert, aber das hat die Aufnahme so zerstört. So. Naja, egal. This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has been out of common. But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took over. Oh shit, Leute. Oh shit. Ausgetrickst. Es lohnt sich noch nicht, die zu killen, da die eh wiederkommen. Das ist erst... So, okay. Ich werde natürlich trotzdem alles machen, logisch. Na, aber ich weiß es ja immerhin schon, wo ich hin muss. So, Pistolenmunition. Waschiertagung, 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend die Überreste des Labors in den Ugly Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Die erste Gruppe soll prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffen. Typ Y-139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Gleiche gilt für Typ Y-139. Wir wissen immer noch nicht genug über Reaktionen auf das T-Virus in Krebsen. Es gibt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung, interne Gifte und Hirnentwicklung. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche wären äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betrieb das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschung? Es wäre großartig, wenn wir nützliche Datenmuster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es das Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Okay, Leute. So, speichern brauchen wir nicht. So, Untersuchungsbefehl. Das Dokument ist voller Blutflecken, daher teilweise unlesbar. 8 Meilen nördlich von Raccoon City in den Ugly Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unternehmens. Sie wurde vor Jahren geschlossen. Nun führen wir eine vorläufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der Anlage durch. Die erste Untersuchungseinheit ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass Ihr Team dabei Unterstützung leistet. Folgende Befehle zu William Birkins und der ersten Untersuchungseinheit sind zu befolgen. Der Rest ist zerrissen und unlesbar. So, kein Scrout nehmen wir natürlich mit. Ja, brauche ich gar nicht machen. Die Tür ist natürlich verschlossen. Da brauche ich den Schlüssel für. So, ups.
Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Ich hasse diese Hunde, ne? Boah. Nein! Geh dich doch nicht immer weg! Was macht die? Alter, sag mal, ist die bescheuert? Was macht die? Die sich denn jetzt immer wegdreht? Was sollte das denn? Oh, schon auf Warnung, ey. Edward, vor ein paar Stunden war er noch so glücklich. Er hält etwas fest. Ah, die Hunde sind so scheiße, ey. Und wenn dann noch die Steuerung hier so... Fuck. Ah! Ich kann kotzen. Oh, wir sind jetzt schon gleich tot. Scheiße. Naja. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We have also confirmed that he was institutionalized. So keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ach komm! Schaffen. Ich habe keine Tickets. Tut mir leid. Ich habe leider kein Ticket dabei. So, sie haben den Zugschlüssel verwendet. Schmeiß ihn natürlich weg. Oh, shit. Also das läuft schon mal nicht so gut. Schon wieder viel zu häufig gehittet worden, ey. Mann. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl.
All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Okay. Hinweise für Vorgesetzte. Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des 5. Waggons, wer auch immer das da installiert. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an der Rückseite der 2. Etage des Speisewagens zu benutzen. Umbrella Corporation, Wartungsabteilung. Excuse me, sir. Sir. Nein, 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 nein. Okay. Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Figurenwechsel. Sie können zwischen der Steuerung der beiden Hauptfiguren Rebecca und Billy umschalten. Nutzen Sie deren unterschiedliche Fähigkeiten, um im Spiel voranzukommen. Die derzeit gesteuerte Figur wird als Hauptfigur bezeichnet, die andere Figur ist die Partnerfigur. Die Partnerfigur bewegt sich im Allgemeinen eigenständig, aber mit R können Sie die Partnerfigur auch selbst steuern. Durch Auswahl von Partner auf dem Statusbildschirm können Sie der Partnerfigur Befehle erteilen. Solo. Beide Figuren bewegen sich unabhängig voneinander. Team. Der Partner bewegt sich gemeinsam mit der Hauptfigur. Angriff. Der Partner greift automatisch an. Der Partner greift nicht an. Drücken Sie auf dem Statusbildschirm Y, um zwischen den Figuren zu wechseln. Sie müssen zwischen den Figuren wechseln, um in bestimmten Situationen voranzukommen. Ist die Partnerfigur in der Nähe, können Sie über den Statusbildschirm Objekte austauschen. Wählen Sie ein Objekt aus dem Objektkasten der Hauptfigur und verwenden Sie den Filter Austauschen. Figurenmerkmale Rebecca. Rebecca zeichnet sich durch folgende Merkmale aus.
Kann Kräuter mischen, schwache Verteidigung, kann mit Hilfe eines Mischsets Chemikalien mischen. Und Billy, ein ehemaliger Marine, zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann keine Kräuter mischen, kampfstark, kann große Objekte schieben. Sowohl die Haupt- als auch die Partnerfigur sterben, wenn sie zu viel Schaden nehmen. Daher sollten sie den Zustand der Figuren stets im Auge behalten. Wird ein Partner in einem anderen Raum angegriffen, fordert er per Funkgerät Hilfe an. Sie sollten sich dann so schnell wie möglich zu ihrem Partner begeben. Zusammenarbeit mit dem Partner. Einige Rätsel können nicht von einer Figur allein gelöst werden. Wenn sie nicht weiterkommen, sollten sie prüfen, ob ihr Partner helfen kann. Kabel wurden herausgezogen, Kabel wieder einstecken, natürlich. Na klasse. So. Oh, das frisst sich gut. Können wir gleich mal eben die weiter zusammenmischen. War das noch? Genau, ein Schlüssel. So, und da legen wir jetzt schon mal den Schlüssel ab. Ja. Es ist etwas feucht hier draußen, wie ihr seht. Aber Billy, der macht das ganz fest. Hätte Billy natürlich auch gleich da unten stehen lassen können, ne? Hätte ich jetzt hier nicht nochmal wieder zurücklaufen müssen, aber die 2 Minuten. Hier war nichts. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt weiß, was hier passiert, werde ich jetzt nicht hier den Kühlschrank angucken oder sowas. Aber versuchen, durch Türen durchzulaufen, wo ich jetzt noch nicht durch kann, das macht einfach keinen Sinn. Muss ich mal eben überlegen. Ach ja, genau, das ist der Schlüssel. Hier ganz hinten durch, genau. Sauber! So wollen wir es hören.
bald habe ich keine Munition mehr, wenn das so weitergeht. So. Bei ihm schauen. Okay, das sind die letzten 15 Schuss. Ne, 12 Schuss. So. Da noch irgendwas? Die Kräuter kriegen wir beide noch mit. Ob ja, ne? Ja. Okay, das hört sich nicht gut an, Leute. So, den brauchen wir. Nummer 101. Also nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen stiller bin. Es liegt halt auch daran, wenn man das schon gemacht hat, gerade an dem gleichen Tag. Dann lässt man das halt auch so ein bisschen sausen. Wenn man das jetzt einfach schon kennt. So, ich leg die Tasche erstmal ab. Die Kräuter lege ich auch ab. So kann er das nicht ablegen. Die Waffe haben. Nein! Toll, Leute. Nein, ich hab das Kraut geschluckt. Das ist nicht euer Ernst, ey. Naja, wir müssen hier eh nochmal wieder hin. Muss erstmal die Kleine befreien. Ich mag es nicht, ne, wenn man so unglaublich wenig Speicherfläche oder Inventarplatz hat. Oh, das war knapp. Ich sollte es lieber aus dem Menü heraus machen. Ich weiß aber auch nicht, ob der erste Schuss vorbeiging. Das war doch schon eben ganz schön knapp von der Zeit her. Thank you.
Jetzt ist es natürlich ganz gut. Schon. Das Gute ist, ich kann jetzt die Munition noch mitnehmen. Juhu. Weil sonst wäre das doch ein bisschen kritisch jetzt.